Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bully Cholachip Edition. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, dass uns Gary uns einen Streich gespielt hat, weil er unbedingt der Geilste sein wollte. Und hat Russell auf uns gehetzt. Den haben wir natürlich leider erst beim zweiten Mal, aber den haben wir dann gut fertig gemacht. Oh, wir haben ein schwarzes Brett. Schwarzes Brett, hier findest du alle wichtigen Nachrichten. An alle Schüler des Büros des Rektors befinden sich im ersten Stock. Stundenplan beginnt morgens Punkt 9 Uhr und endet 11.30 Uhr. Der Nachmittagsunterricht beginnt nach dem Mittagessen und dauert von 13 Uhr bis 15.30 Uhr. Sperrstunde ist um 23 Uhr. Okay, nicht witzig. Könnte der Kobold, der meinen Spinnen mit Wasserbomben gefüllt hat, bitte lassen? Waren wir das? Ich glaube, das waren wir, oder? Kann mich nicht mehr dran erinnern. Botengänger. Einige Leute bieten dir Botengänger an. Achte auf das X-Symbol auf der Übersichtskarte und rede mit ihnen. Verlorene Beliebtheit. Der Finder möge sie Beatrice bitte zurückbringen. Alles Liebe, Mandy. Wissenschaftsclub Hausaufgabenbetreuung. Wir helfen jedem bei seinen Hausaufgaben, auch Mandy. Achtung, hinter der Schule haut ein verrückter alter Mann. Hat möglicherweise Tollwut. Die Tollwut, nicht füttern. Cheerleader-Aufnahmeprüfung. Beatrice, du hast es nicht geschafft. Wieder mal. Alles Liebe, Mandy. Problemlehrer. Sollten sich gewisse Englischlehrer unangemessen ver... gewisse Englischlehrer. Hausrat entlaufen. Sie heißt George. Ich habe ihn zuletzt in der Cafeteria gesehen. Er fehlt mir. Bucky. Hinweis, das Pflücken der Blumen vor dem Mädchenschlafsaal ist untersagt. Und wer Mädchen schlägt oder belästigt, wird von dem Präfekten umgehend in das Büro des Rektors gebracht, wenn er dabei erwischt wird. Aha, also können wir es machen, wenn wir nicht erwischt werden. Habe ich so verstanden. So werde ich das auch nehmen. So. Oh, Karte gucken. Wir haben jetzt ziemlich viele Quests. Ich würde sagen, wir haben eine auch außerhalb der Stadt. Warte mal, wie komme ich da hin? Da. Außerhalb der Stadt. Keine Ahnung, was das da ist. Sieht aus wie Kart oder irgendein Freizeitpark. Und sagen, wir machen erstmal die Mission in der Stadt und dann gehen wir erstmal dorthin. Nicht dahin. Und das linke. Guck mal, was uns da erwartet. Jo. Ey. Habe ich genau gesehen, dass du hingefallen bist. Keiner hat dich geschubst. Ich war alleine hingefallen. Weg da. Ah, das ist die Bibliothek. Ich erinnere mich. Ach, nö. Alter, ich hasse den Unterricht da so derbe. Können wir den ganzen Tag wieder zurückgehen. Aber ich will den Unterricht unbedingt machen, weil wir kriegen dann ja neue Sachen. Oh. Naja. Wenigstens haben wir es versucht. At least we tried. Hä? Ach, wir haben Sportunterricht. Ach, scheiße. Komme ich ja noch zu spät. Ich muss in 5 Minuten da sein. Ich glaube, halbe Stunde dürfen wir zu spät kommen, oder? Ja. Geh weg. Will ich den Unterricht verpassen, Mann. Ja. Nee, ich brauche mich nicht wehren. Ich möchte eh in den Unterricht kämpfen. Arbeitslehre. Jim, go stand over by the bike workstation. Wait, I don't get to work on cars? Cars are for seniors. You gotta walk before you can run, boyo. Was können wir denn machen? Führe die entsprechende Aktion aus, wenn der Symbol entscheidet. Mach dich bereit. Los. You better try that again, son. What? That ain't right. Do it again. Hä? Ich mach doch genau das, was der sagt. Well, you screwed up there, son. Try again. You're pretty useless. Get out of my sight. Irgendwie stimmt da was nicht. Ich hab das genauso gemacht, wie er das gesagt hat. Meine Maus, da kann man nicht viel Faust machen. Kann man nicht viel falsch machen, du musst nur deine Maus drehen. Das hab ich gemacht. Komisch. Komm ich nie wieder raus? Hier. So. Gut, dann machen wir jetzt aber jetzt die Quest in der Bibliothek. Weg da. Sorry. Oh, man darf man keinen Ärger bekommen, wenn man so einen Präfekt mal hinten einfach mal anrempelt mit dem Snowboard. Mit dem Skateboard. Alles, dann wäre ich ziemlich oft am Arsch gewesen. Aber. Deine Hose ist auf dem PD. Und hopp. Charakterbögen. Oh, die spielen bestimmt DSA.
of thieving jerks. What's up, Melvin? Ah, greetings. Jimmy, listen. Some ruffians took it upon themselves to steal my Grottos and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottos and Gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught! Role-playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? 10 groats. What? I mean 10 bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. Ah. Weiß ja nicht, was er für Mädels zur Auswahl hat, aber... besorge mal ins Charakterbögen. Hey! Hinterher! Alter! Wir haben nichts mehr zum Werfen, oder was? Was soll denn der Bullshit? Hab dich! So. Und gleich noch ein Gummibändchen. Also GNC, oder wie das heißt, ist so ein bisschen, oder ich weiß nicht, ob es das genau gibt, aber ich kenne das auf jeden Fall vom... Huch, ich kenne, ich kenne DSA, also das schwarze Auge, das spiele ich auch selber mal ganz gerne, mit Kumpels. Jetzt müssen wir uns heranschleichen. Da. Boah! Hab damit so ein Lineal an, Alter. Tut mir leid! Dass man nicht wieder aus dem Zoom rausgehen kann, ey, das ist ja echt nervig. Nächster! Ja, und DSA spiele ich selber auch ganz gerne. Das macht echt Laune. Und bin meistens auch der Meister. Also, es ist immer aufgeteilt. Es gibt einen. Hä? Soll denn hier einer sein? Ach, dahinter. Oh, man kann hinter. Hallo! Und wir sind die Stimmen ziemlich leise. Wow. Das war eine der schwierigsten Spiele, die ich mir hier vorstellen konnte. Das ist wieder laut. Perfekt gerade. Mann, die sind überall Eier. Was soll denn der? Was soll denn der Müll? Ich will jetzt hier den letzten Charakterbogen haben. Hat er Glück, dass das bei ihm noch so wenige sind, ey. Ein Charakterbogen kann ganz schön viel sein. 4 Blätter sind schon ziemlich wenig. Was hat der denn? Zeit doch. Und wir haben wieder ein Gimme. So, jetzt gehen wir mal den zurück. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Hat er überhaupt einen Namen? Hat er überhaupt einen Namen? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal zu dem Streber zurück, der gerne Grottons and Gremlins spielt. Hallo. Oh ja. Sag mal. Und wie ist die Musik extrem laut, obwohl ich sie eigentlich doch leise gemacht habe? Oh, nochmal die Musik noch ein leisen runter. Obwohl, das ist jetzt zu leise. Wenn die Musik ist ja eigentlich unwichtig. Ah, ist jetzt aber zu leise. Ach, ist das nervig. Oder waren die Cutscenes einfach nur gerade ein bisschen komisch? Ja, das sind Dollarzeichen. Ich bin abgestiegen.
Ach, die Quest ist ja gar nicht hier. Hä, hatten wir nicht eine Quest in der Schule? Ach, das waren die. Ah, jetzt haben wir nur noch eine außerhalb, glaube ich. Warte mal. Tab. Ah ja. Haben wir noch eine außerhalb. Na, dann gehen wir da mal hin. Wir haben ja keinen Unterricht. Na doch. Nee. Haben wir heute Unterricht? Egal. Jetzt bin ich schon draußen, das ist mir auch egal. Ich hatte auch ein Fahrrad, dem fällt mir gerade auf, aber mit Fahrrad ist das viel entspannter. Mit einem Skate, mit einem Snowboard, ne, ist das viel entspannter. Oh, noch nicht vor die Autos geraten, sonst. Lol, das Ding ist ja geil. Wenn man sich so ein Teil klauen könnte, ey, dann könnte man mit so einem geilen Moped durch die Gegend fahren. Wird man hier auch schneller, wenn man bergab geht? Ich glaube schon. Bikes, oh. Oh, man kann sich bestimmt hier ein Fahrrad kaufen. Öffnen. Lass uns mal gucken, was wir hier machen können. Einkauf starten, Tempo. Oh, da sage ich ja. Mountainbike, Rennrad. Nehmen wir einfach das Mountainbike, würde ich sagen, wa? Gekauft, beenden. Werden in Garagen abgestellt. Ah ja. Guck mal da mal auf dem Fahrrad drauf. Ist das nicht alt? Ich hab voll keine Ahnung mehr. A, X, Y, Shift, G, alt. Ich bin mir sicher, es müsste alt gewesen sein. Rechte Maustaste ist es auch nicht. Mittlere ist es auch nicht. E, R. Ah, R. So, da muss ich nämlich auch nicht die ganze Zeit treten, sondern könnte nur W gedrückt lassen. Da merke ich gerade, ist man extrem langsam. Na gut. Oh, das ist wirklich Karneval. Oh. Anhalten. Fahrrad abstellen. Und rein hier. Eintrittskarte. Nee, da nicht. Hier rein. So. Hallo, wer ist denn hier? Kleine Gemeinheiten. Ey, der wollte mich gerade schubsen. Habe ich genau gesehen. Hey, lady, you okay? No, I'm not okay. Look at this. It's just a garden gnome. No, it's not. It's an insult. It's a joke. It's demeaning. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this. This is so degrading. Is there something I can do to help? Smash them. Smash them all! Old Bullwoodville's full of them. Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Ain't no stopping Jimmy Hopkins. Achso, das ist so eine Quest, die immer funktioniert. Was haben wir denn hier? Baseball werfen. Gehen wir mal auf den Karneval zu rumeiern. Treffe 3 und zu. Hoch. Was? Oh. Ah, hit the umpire, lose the game. Hä? Hä? Habe ich nicht den richtigen abgeworfen? Warte mal, wie viele Möglichkeiten gab es denn da? Den. Ach, das war der Cheery, den ich abgeworfen habe. Ah, jetzt habe ich verstanden. Fuck. Jawoll! 3 Preisbons. Geil. Wir machen jetzt alle hier. Ich glaube, das war der Ausgang, ne? Ja. Okay, haben wir nichts mehr. Hier können wir auch nichts mehr. Was können wir hier machen? Souvenir. Öffnen. Was können wir hier kaufen? Einkauf starten. Ah ja.
Mädchen-Autoposter, ein äußerst seltsamer Hut, Clownhosen. Oh, jawoll!